plastic lungs. I envy the way you live. And far away from kingdom come, where bridges burn and walls go up. But you always have more to give. It's gonna be a good day. Every time you open up your eyes and you see that there's a light, a reason we're alive. Blessed are those who love to love, with diamond hearts and plastic lungs. I want to see through your eyes. You see what's right and what's gone wrong, and that's your gift. Gray, but you're the one that hides the shade every day that we grow old. So when it's time to turn the page and nothing's left except your name, I'll repeat the words you told. You said it's gonna be a good day. Every time you open up your eyes and you see that there's a light, a reason why. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Leider hat es jetzt gerade ein technisches Problem gegeben. Haha! Mir ist das Spiel abgestürzt. Jetzt müssen wir mal kurz warten. Was da jetzt los ist. Irgendwie habe ich gestern ein Update von Windows gemacht und seitdem hat es anscheinend jetzt Probleme. Ich hoffe, der Ton passt wenigstens. Und ihr könnt mich hören. Muss mal kurz was gucken hier. Machen wir jetzt mal nur auf das so. Irgendwie spinnt OBS jetzt dann damit. Keine Ahnung warum. Da, aber gleich seht ihr was. So, jetzt gucken wir mal, ob es dann jetzt besser klappt. Da hängt ja der Wurm drin heute. So. Jetzt gehen wir aber rein hier. Dann lassen wir es mal jetzt noch schnell laden. Und dann starten wir das Ganze. Mal neu. Keine Ahnung, was heute das Problem jetzt da dran ist.
Aber ab und zu hängt mal der Wurm drin. Ich behalte mal die Sachen im Blick und dann sehen wir ja, ob das Ganze so passt. Da, den wollen wir mal einstellen. Den wollen wir mal einstellen. Der war natürlich unterwegs. Dann fahren wir mal dahin, wo er hingehört. Glücklich ist der PC immer noch nicht. Ich hoffe, bei euch läuft es wenigstens schon ein bisschen flüssiger. Wie mir die Zahlen das hier behaupten. So, dann haben wir den auch schon mal. Den brauchen wir nicht. Und den da einstellen. Weil auch hier können wir jetzt halt ändern. Und losfahren. So. Ich hoffe, bei euch passt das. Ich muss mir das jetzt mal angucken. Irgendwie passt das heute nicht. Gucken wir doch mal. Was da jetzt das Problem ist. Ich rufe mal das mal hier kurz geschwind der Seite mal auf. Wo sind wir denn zu Hause? Da sind wir zu Hause. So, jetzt gucke ich mir das mal hier da auf dem zweiten Bild an. Also er stockt eindeutig. Der stockt eindeutig. Frag mich nicht mehr warum. Vor allem, es stockt nur, weil ich im Spiel drin bin. Na, jetzt stockt auch so. Sehr suspekt das Ganze. Keine Ahnung, woran das liegt. Gehe jetzt ins Spiel rein, schieße mir die Zahl hoch. Ja. Moin, Werni. Werni, ich habe ein technisches Problem im Moment. Und ich weiß nicht wieso. Irgendwas blockiert meine Grafikkarte gerade dementsprechend. Moin Sander. Ja, das ist nicht gut, aber wie ihr seht, stockt das Spiel gerade. Und bei mir gehen die Zahlen auch hoch. Keine Ahnung warum. Irgendwas scheint gerade das System lahmzulegen. Ich habe eine Grafikkarte Auslastung, die ist bei 100%.
Frag mich nur, warum. Ja, sicher herrlich heute. Ich glaube, so wird das nix. Solange ich außerhalb vom Spiel bin, läuft es ja wenigstens noch ein bisschen flüssig. Warum auch immer. Tja. Aufnahmeprogramm ist. Eigentlich alles wie immer eingestellt. Dann mal gucken, hat sich da was verstellt? Ist es ärgerlich jetzt? Ich habe vorhin noch ein Video aufgenommen und da hat alles funktioniert. Am Schluss müssen wir das Streamen jetzt auch gleich ausfallen lassen, aufgrund technischer Probleme, oder wir machen. Ich gucke von außerhalb beim Spiel zu. Auch eine Möglichkeit. Ja, Werni, wie geht's aber dir? Schon die neue Kernstadt runtergeladen? Jetzt bin ich mal im Spiel drin. Was machen meine Sachen? Die schießen hoch. Ist gut geworden, ja, das freut uns. Es freut uns, damit es Gefallen dran findest. So. Ich habe einen Haufen ausgelassener Frames. Und bei euch läuft das Spiel bestimmt auch nicht flüssig, oder? Ah, jetzt gehe ich sogar ins Rote. Leck mich am Arsch. Eine hundertprozentige Grafikkarteauslastung. Bei dir läuft das? Kann man ja mal sagen, was der da macht. Was für ein seelisches Problem hat der? Jetzt los. Also, ich glaube, mein Computer gibt jetzt der komplette Geist auf. Was hat denn der jetzt hat? Ich sehe, was das Problem, glaube ich, ist. Ja. Da hängt was im Reifen drin. Und erstmal darüber.
Benny, du musst mir sagen, wenn's zu euch ruckelig wird. Müssen wir da mal gucken, was wir da noch machen können. Also wenn du sagst, es geht im Moment, dann bin ich ja beruhigt, obwohl mir meine Zahlen was anderes sagen. Was auch noch hier, 20 FPS, läuft auch ganz normal. Was er jetzt hat, yes. Also irgendwas. Ah, jetzt auch. Mal gucken, ob es jetzt passt. Also bei mir sind 5,6% Frames bis jetzt verloren gegangen. Und das ist schon eine Menge. Normalerweise gehe ich mit 0 Verlust raus. Oh Mann, da weiß ich ja schon, was ich morgen Abend machen kann. So, wenn ich jetzt halt hier in Damp bin, verliere ich auch noch Frames. Aber nicht mehr so viele. Ja. Wenn ich hatte das Problem normal nie. Bei mir ist das eigentlich immer sauber durchgelaufen. Ich gucke das jetzt mal gleichzeitig noch damit im Stream gleichzeitig noch mit an. Aber der Stream läuft doch nicht flüssig, oder? Oder ist das nur bei mir, wo der nicht flüssig läuft? Doch eine sehr schlechte Qualität, was im Stream läuft. Im Stream ruckelt das, ja, das ist gerade mein Hauptproblem. Also das hat so keinen Sinn, Vernet. Und auch alle anderen, wo da sind, das hat so keinen Sinn. Weil wenn es ruckelt, dann ist das doof. Würde ich nämlich sagen, investiere ich jetzt dann heute noch die Zeit, um rauszufinden, woran das liegt. Weil mit jedem Bild, wo er aufnimmt, verliert er etwas. Das hat ja keinen Sinn. Und nur wenn ich im Spiel drin bin. Das ist auch faszinierend, weil ich nicht im Spiel drin bin. Ja, aber bei mir ist Updates ausgestellt. Updates darf werden nur gemacht, wenn ich sag. Die Sache ist ja die, wenn bei mir läuft das Spiel rund. Bei mir läuft es rund. Es ist nur, wenn ich im Spiel drin bin, ruckelt es. Im Stream. Im Spiel nicht, das Spiel läuft ohne Probleme.
Das ist ja jetzt gerade das, was ich nicht verstehe. Das ist ja jetzt, das läuft ja jetzt auch. Es ruckelt ja jetzt nicht. Ja? Jetzt ruckelt's nicht. Stream einwandfreie Qualität. Sobald ich jetzt ins Spiel reingehe. Fängt er das Ruckeln an? Das ist jetzt gerade das Faszinierende, was ich da habe. Ich bleibe jetzt mal eine Zeit lang draußen. Ich sehe ja meine Frameverluste. Und die sind im Moment bei 0. Das heißt, Spiel wird ohne Probleme gerendert und wird rausgeschickt. Meine Grafikkarte rendert aber trotzdem zwischen Gut und Böse. Ah. Beobachtet mal das mal. Und das Coole ist ja, das sieht man ja nicht mal vorher, damit das ist. Also heute mal ohne Sound vom Spiel, weil wir jetzt gerade mal testen, wo das Problem ist. Ja, also ich habe jetzt gesagt, insgesamt hat jetzt hat das Spiel schon 6000 Frames erzeugt. Keins habe ich verloren. Hi Schnellbauer, willkommen beim Stream. Wir haben ein technisches Problem und wir sind verzweifelt als ITler. Nee, schnell, ja, schnell, aber so alles gut, aber wir haben ein technisches Problem hier. Wir sind heute ein bisschen gehandicapt. Und wir wissen noch nicht, woran das es liegt. Wir können das Spiel sehen, es läuft auch ohne Probleme im Moment, das Spiel, Schnellbauer. Weil ich mit der Maus außerhalb des Spiels bin. Sobald ich ins Spiel reingehe, wird's ruckelig. Und meine Grafikkarte sagt im Moment, sie hat hundertprozentige Auslastung. Also jetzt testen wir mal. Jetzt sind wir drin. Und schon schießen die Frames hoch. Raus. Frames sind unten. Oh Herrgott. Wenn ja die Musik von sich, das ist schön. Schnellbauer, das freut uns. Das freut uns, damit dir das Update gefällt.
99% Systemauslastung. Was braucht denn hier so viel Ressource? Ah, jetzt gucken wir mal, wer die CPU hier braucht. Giant Engine braucht 86%. Schnellbauer bis später. Wieso braucht Giant Engine 86? Ja, Wendy, das Problem ist ja. Ich spiele ja eigentlich die ganze Zeit schon die Kernstadt. Dann hat er das Problem ja nicht. Aber es ist tatsächlich im Moment Giants, die wo meine Leistung fressen. Ja, da gucken wir doch mal. Da gehen wir doch noch mal ins Menü rein. So, jetzt ist. Speichern wir mal. Krieg die CPU mal bitte hier vor. Danke. So, Spiel abbrechen. So, Achtung, wir probieren jetzt was hier. Jetzt ist kurz schwarzer Bildschirm. So, jetzt haben wir keine Probleme. Sollte mal hier ein Bild einfügen. Und warte mal, ich füge euch mal hier so ein schönes Bild rein. Habe ich heute erstellt. Ne, habe ich heute benutzt auch das Bild. So. So, Lena, jetzt habt ihr wenigstens mal Bild so lange wieder. Ich jetzt mal da was probiere. So. Warte mal. Machen wir mal hier 130. Da. Ich glaube, das stand ja immer auf 130. Ich das mal so runter. So. Achtung, wir kriegen das noch hin. Ja, nee, wir schaffen das noch. Wäre ja wohl gelacht. Da. Gehen wir doch noch mal rein hier jetzt. Ja, wenn jemand jetzt nicht funktioniert, dann machen wir aus, gehen ins Bett, heulen eine Runde und überlegen uns, was wir machen. Kann ja wohl nicht so sein, ja. Da, ja, gucken wir mal. Cosplay. Ah, bis jetzt sieht's gut aus. Ja.
Warte mal weiter. Wir müssen mal alles anschalten. So. Ja, ich hab's glaube ich gewonnen, Werni. Ich verliere nichts mehr. Lass mir mal gucken, was sagt mein Monitor hier. Ja, sieht doch schon mal besser aus. Hier mal ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt sieht es doch schon mal besser aus. Ist doch keine Renderverzögerung mehr. Die GPU ist in der gewohnten Pegel. Ja, ist doch sehr schön. Puh, Problem gelöst. Sollte es anfangen zu ruckeln, Bescheid sagen. Ich habe das jetzt auch mal hier im Blick. Aber jetzt sieht es gut aus. So, haben wir abends noch technische Probleme gelöst. Herrlich. Haben ja nur 30 Minuten dafür gebraucht. Fünfmal das Spiel neu gestartet. Was soll's? So. Bei dem Drescher hatte ich das Problem. Jetzt beobachte mal das mal hier. Aber das scheint gut zu laufen. Da bin ich das doch gewohnt, damit da gar keine ausgelassenen Frames erscheinen. So, jetzt kann ich euch auch ein bisschen was erzählen. So, das. Der Weizen, den wir mal hier abernten, der kommt direkt in die Mühle. Und wir hätten ja noch Tritikale. Die könnte man ja verkaufen, eigentlich. Ein bisschen was für Geld machen. Eine Tritikale, hier ist der Hammer. Güterbahnhof 952. An der Mühle steigt aber der Preis. Sollte man vielleicht noch warten, vielleicht. Mal Großgeld bräuchte man jetzt halt nicht. Haben ja 177.000 im Moment auf dem Konto. Der Hänger für der LKW habe ich auch gefunden. War natürlich ein separater Mod. Den habe ich halt noch runtergeladen, damit das Ganze auch funktioniert. Haha, wie gewünscht. Ja, so, aber ansonsten. Bernie, bist du schon wieder bei deiner Million, obwohl er schon angefangen hast, oder? So, da haben wir es mit Hänger. Herrlich, oder? Kann ich ja schon mal laden. Lalala. Schon wieder ausgegeben. Naja, das ist ja. Wir können noch lang träumen bis zu der Million hier. So. Oh, Hafer hätten wir auch noch. No. Wo ist denn die Hörser? Da ist die Hörser.
So. Machen wir ja auch noch gleich rein. Dann haben wir immer noch was auf Lager. Ist die Frage, machen wir schon mal weiter Richtung Mühle, weil wir sagen, da wird es meiste Geld geben. Fetzen, also es ist kontinuierlich am Steigen. Frage ist, wie hoch geht's? Und da sagen wir 952 ist ein guter Preis. Und nochmal eine Preisübersicht. Da. La, 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 la. Ja, weil jetzt demnächst fällt er dann wieder. Er ist wieder hier. Aber das dauert zu lang. Das können wir uns noch nicht leisten bis dahin. Ach, dann fahren wir doch gleich zum Güterbahnhof, oder? Ach, fahren wir zum Güterbahnhof. Was soll der Geiz? Jetzt muss ich kurz überlegen. Güterbahnhof. Er ist. Dann auch anders ist. Ja, Bunker muss man nicht, nee. So. Wir leben jetzt mal mit einer 952 €. Stark, das hier schon wieder. Warum denn? Tut gerade jemand berechnen hier, wie verrückt. Irgendwie steckt heute Wurm drin, also. Will wohl heute nicht so, wie ich will. Ja. Gucken wir mal, was machst du so für einen Zug kriechen? Also in einem Spiegel sieht man auch nichts. Ja, das, weil nee, das Autodreifnetz ist ja nur ein Vorschlag. Heißt ja nicht, damit er das qualle muss. Das ist das Grundgerüst. Abgeladen hier mal. Ah, läuft's. Geld schön rein hier. Wunderbar. Siebenundfünfzigtausend Armutszeugnis. Ja, das große Geld machen wir, weil wir unser Mehl verkaufen, wo wir aus dem Weizen gewinnen.
Echt? Wir bleiben da Fahrzeug hängen, da habe ich gar kein Problem damit. Also bis jetzt ist jedes Fahrzeug durchgefahren. Irgendwas stockt heute hier immer noch. Du fährst immer schön dran vorbei. Naja, ist auch eine Möglichkeit. Man muss ja nicht alles nutzen, Werner. Oh, was ist jetzt los? Also irgendwie, ich weiß nicht, heute hängt der Wurm drin. Ein Ruckeln und ein Stocken hier. Ist ja nicht mehr schön. Aber wenn ich diesmal mal nicht im Spiel tatsächlich. Diesmal ruckelt es im Spiel. Ah, nochmal hier zur Volllade hier. An die geänderte Kalkproduktion. Also, damit jetzt nicht mehr in der Düngerfabrik Kalk produzieren kannst, sondern damit du jetzt erstmal die Kalkmine brauchst. Ja, ist. Stellt sich ja keiner hin und holt aus Wasser Kalk raus zum Felder düngen, kalken. Also von dem her gesehen, passt es ja dann schon so. War ja halt so einfach dieses aus Wasser Kalk gewinnen. Das ist ja. Und dann am besten noch ein Mod drauf machen, wo Wasser kein Geld gekostet hat. Dann hat man umsonst Kalk gekriegt. Ich mache gleich 999 Millionen Cheater und komme aufs Gleiche draus. Ja, da kostet ja Geld, glaube ich. Da kostet ja das Wasser Geld, kostet.
Ja, nicht viel, das stimmt. Ja, Wasser ist ja auch billig. Also von der Merkse stimmt das schon. Aber ich habe auch gleich als erstes hat Düngefabrik und eine Kalkmine gekauft. Dann hatte ein bisschen was da zum Diesel machen, hab schon die erste Fuhre Kalk produziert. Nachschub für die Raffinerie ist auch schon angebaut. Ja. Genau, die erste für mischt habe ich auch eingekauft. Muss mal gucken, ob die reicht. Oder ob man nochmal kaufen müssen. Weil viele Kühe habe ich noch nicht. Und habe ja jetzt halt erst Stroh bekommen, weil ja jetzt erst die Erntezeit beginnt. Könnte auch sein, damit ich dann da auch nochmal. Ja, doch, ein paar Kühe haben wir. Ich glaube, so 10 Kühe oder so haben wir. Aber muss dann auch mal jetzt halt gucken, weil die ersten Felder, wo wir jetzt abgeerntet haben, müssen wir gleich demnächst wieder bestellen für Raps. Weil da werden wir wahrscheinlich Raps drauf machen danach. Immer noch 20.000 drin. Ja, wir haben Tiere hier. Wie viel haben wir? Genau, 10 Kühe. Die haben bis jetzt 481 Liter Misch gemacht. Und Hühner haben wir. Hundertachtzigtausend. Hallo? So, Hänger voll machen. Gerade von Dünger und Saatgut sprechen, kann man ja mal gucken. Düngerfabrik hier. Saatgutproduktion brauche ich Dünger. Aber schon mal 11.000 Liter. Dünger hätte man noch 114.000. Müssen wir mal Dünger umladen gehen. Das Saatgut weiter produziert wird. Weil da können wir Geld sparen. Bei Dünger und Saatgut und Kalk selbst produziert spart Geld.
So, aber jetzt hat sich hier alles eingepegelt, gell? Jetzt scheint's wieder flüssig zu laufen. Muss ich morgen mal gucken. Irgendwas in der Einstellung verrutscht. So, bald haben wir es, Svenny. Noch ein Monat fast. Ein Monat und ein paar Tage. Und dann ist es soweit. Dann ist der LS draußen. Das war ein bisschen zu weit. Was mich verwundert, damit sie noch nichts über den Helfer gesagt haben. Oder Sachen. Das ist. Irgendwie macht mich das fertig. Ja, Haken 233, danke für dein Ride und hallo und auch deinen Zuschauern. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wenn ich bin da auch gespannt, was der alles zu bieten hat, der 22. Ich kann das nicht sagen, ich bin da genauso gespannt wie du. Mein Hagen, ich hoffe, dir geht's gut. Aber wenn nicht, spielen müssen man, weil wir müssen ja wissen, was alles möglich ist. Bringt ja schon nichts. Gucken wir mal, wie viel das wir da noch drin haben. Ach, wenn ich im Streamer, der die nicht nur rein der LS220 zocke. Also, wenn er mich dann nerven würde, würde ich dann auch klar auf der 19er zurückgehen, aber wir müssen uns ja damit befassen, sonst können wir ja keine Karte machen oder Mods machen, von dem her gesehen. Das ist ja schon hobbymäßig verpflichtend, den intensiv zu spielen. Ihr wollt ja schließlich ziemlich schnell wieder eine Karte haben. Und Schwanny wett es nix. Ah, stehe ich immer noch nicht drunter.
Achso, ich bin zu weit schon gefahren gewesen. Ja, fahr mal wieder zurück. Soll der Geiz. Machen wir es halt so rum. Was soll der Geiz? Wunderbar. Ui. Ja, Benny, ich sag's mal so. Ein wohlgehütetes Geheimnis von Giants ist ja noch ihren Helfer. Oder auch so. Vielleicht kann er ja tatsächlich auf Straße fahren. Und da Giants ja gesagt hat, an den Mods muss nicht viel gemacht werden, damit sie auch im 22er funktionieren, kann ich mal davon ausgehen, damit vielleicht ziemlich schnell AD oder CP auch wiederkommt. Wer weiß. Steckt man ja nicht drin. Vielleicht haben sie ja einen Helfer mittlerweile so intelligent gemacht, damit er tatsächlich alle Arbeiten auf dem Feld selbstständig machen kann. Dann kann man schon wieder über eine Vierfachkarte reden. Alk 85, Servus. Wo willst du wissen, damit CP mit drin ist? Es wurde ja von keiner Seite mittlerweile was über den Helfer gesagt. Also kann ich mir schwer vorstellen, damit vielleicht. Wer hat's bestätigt? Giants. Giants hat dazu noch gar nichts gesagt. Außer ich habe es noch nicht gelesen. Kann sein, ich habe heute den ganzen Tag Video geschnitten. Der Lisatan. Wann hat der das dann bestätigt? Vor allem wo? Also ich kenne das letzte Video vom Lizardan, wo er mit dem Randy gemacht hat. Da ging es zwar um den Helfer, aber da hat er nichts darüber gesagt. Genau, er hat gesagt beim Randy, es gibt einen Helfer. Er ist besser geworden. Mehr kann er aber noch nicht sagen. Und Randy hat ihn drauf angesprochen. In irgendeinem Mobile Game von Giants oder auf der Switch oder irgendwo hat schon mal einen Helfer gegeben, der wo selbstständig zur Verkaufsstelle gefahren ist. Und da hat Lisatan nur geschmunzelt. Aber bestätigt hat er nichts. Außer Alk. Du bringst mich jetzt auf neuere Informationen. Aber ich habe bei uns im Discord auch noch nichts das darüber gelesen. Nicht verwundert, weil ich mich so komisch anhöre. Ich bin verschnupft. Ist mal länger wie 2 Tage kalt. Da ist der Papa verschnupft hier.
Jetzt hat der Alk mich neugierig gemacht und kommt nichts mehr. Schade, ich habe gedacht, es gibt Informationen, die wo ich noch nicht kenne. Ja, weil jetzt sehe ich genauso, wenn das jemand, wenn er das geleakt hätte, damit es drin wäre, da hätte ich ja nur Videos darüber sehen. In jedem Forum wäre was drin. Ja, wenn ihr allein schon Mario. Das wäre ja ein gefundenes Fresse für Mario. Wenn CP drin wäre. Oder selbst wenn er von den Burning Gamers. Man hat ja schon in auf verschiedene Seiten auch gehört, damit AD angeblich drin sein sollte. Also CP und AD. Aber es sind ja Gerüchte, die wohl im Moment gestreut werden. Und solange von Giants nichts kommt, sage ich. Dass das nicht drin ist. Wenn es drin wäre, top. Hätten mal auch die Konsolenspieler was davon. Aber ansonsten, da fehlt noch die offizielle Bestätigung. Aber hey, noch bisschen länger wie einen Monat, dann wissen wir sowieso. Dann wissen wir auch, welche PCs das Spiel nicht schaffen. Wer nee, ich krieg mit der hier so meine halbe Million voll. Ich glaub's nicht. Wenn's gut läuft, kriege ich mal so voll die halbe Million. Ja, ist sowas von gut. Das kann man gebrauchen, das Geld. Der Drescher ist fertig. Drescher ist fertig. Dann haben wir aber noch gar keine Aufgabe. Müssen wir mal gucken, was wir mit dem dann machen. So. Wenn wir vielleicht noch eine Mission annehmen, wo er ein bisschen rumdreschen kann. Die Sonnenblume werden noch nicht reif sein. Die brauchen noch ein bisschen.
Steht da rum, der Drescher. Wunderbar, leer gemacht. Sehr schön. App. Zuklappe. Jo. Na? Schnett. Fünf Missionen habe ich gleichzeitig gemacht. Ah, nee, das ist zu viel Stress. Ja, wir gucken mal, was wir mal haben. Gucken mal, was wir an Missionen haben. Erstmal weg. Nochmal neu geben. So, was haben wir denn? Roggen, Trauben, nee, Trauben nicht. Hafer, Trauben, nee. Gerste, Dinkel. Gerste wäre doch gut. Welt 25. Bergfruchthandel, ja. Das nehmen wir doch. Welt 25 ist direkt hier bei uns um die Ecke. Zack, kann schon mal losfahren hier. Machen unsere zwei Freunde hier. Haferstroh bringt gutes Geld, das stimmt. So, wo fahr ich jetzt hin? Da hat sich der Falk nicht lumpen lassen beim Haferstroh. Gut. Ey! Warte, wir rennen mal. Da. Du warst schon mal zu Feld 25. Ich weiß gar nicht, was bringt ein Haferstroh mit Seasons? Mal gucken. Stroh, Stroh, Stroh. Wo war Haferstroh da? 846. Also ist schon ein guter Preis. Ja, gehen wir in den rein. Ab mit der Mutti. Jo, komm, ne? So, Feld 25, 3-3, Lanz 8. Was mit 6 besser? Na ja, 10. Nee. Ja, von mir aus. So, Feld 25.
Pleasure. Schon mal anfangen. So, wo soll eigentlich das Klumpi? Wo soll sie? Berg, Fruchthandel. Okay. Yep. Warten wir mal, bis das soweit ist. Gefahr schreien herum, nein. Okay. Ja, das soll mal recht sein. Ja, dann stellen wir den um hier. Haben wir dann schon gut Müll? Ja. 100.000 reingemacht. Passt ja. Palettewerk arbeitet noch. Sägewerk arbeitet auch noch. Man könnte sogar bald Papier verkaufen. Ist doch schon mal sehr gut. So, dann stellen wir den schon mal um. Verkauf, Bergfruchthandel. Gut. Wo ist der zweite? Gehackt direkt hinter dran. Verkauf. Bergfruchthandel. Sehr schön. Gut. Wo ist unser Fahrzeug? Hier. Kann man mit dem weiterfahren? Dann fahren wir jetzt zuerst mal zur Düngerfabrik. Na, warte mal, wie ist das jetzt? Düngerfabrik müssen wir hin. Das ist der Güterbahnhof. Dann können wir zum Güterbahnhof. Vom Güterbahnhof fahren wir dann runter zur Düngerfabrik. Dann können wir Dünger umladen. Und dann schauen wir mal. Dann zünden wir Stroh an hier auf dem Feld, damit es schneller runter ist. Yeah.
nur nicht wieder so weit fahren. Ah, jetzt wird's auch leer. Wenn wir mal voll hier. Ja. Hat's dann aber doch nicht gereicht für die 500.000. Kriege ich mir dann mit der Mission zusammen die 500.000. Stehen Sie bereit, unsere Abfahrer? Aber wenn ich muss das auch mit der neuen AD-Version und mit der neuen CP-Version. Ich habe keine Probleme mehr, damit sich die Abfahrer verheddern. Die kannst du einfach alleine rennen lassen. Hat sich's bei dir schon aufgehängt gehabt? Ja, sie gehen sich weit genug aus dem Weg. Selbst wenn sie sich, wenn sie im Weg stehen, fährt AD rückwärts und weicht ihm dann aus. Nabend, Eduard Schnackelbatz. Was ein Name. Was an der Kernstadt alles Neues? Ja, da. Gibt's vieles. Warte, ich muss kurz. Aber hier kriegst du mal so die Stichpunkte. Stichpunktartig mal so geschrieben, was so alles neu ist. Also wir haben in der Düngerfabrik wird jetzt kein Kalk mehr produziert. Vom Hof sind alle Tierställe verschwunden. Die sind jetzt dahin gezogen, wo früher die Fernverladung für die Düngerfabrik waren. Dafür ist die Fernverladung für die Düngerfabrik ein bisschen weiter nach vorne gezogen. Wir haben ein Güllelager verbaut, ein Gärreschelager verbaut. Kleinere Bugfix gemacht. Wir haben die Zigarettefabrik getauscht. Wir haben Haferstroh eingeführt in die Karte. Wir haben auf dem Hof die Silos getauscht und verstellt.
Bin ich in die falsche Richtung gefahren? Ne, 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 ne. Also ich muss einmal ausrum. Ja. So, mal grob zusammengefasst. Also wenn du genau wissen willst, was alles geändert worden ist, gehst auf unsere Seite. Die Karte ist mittlerweile auch veröffentlicht seit am Freitag. Also ihr könnt alle die neue Kernstadt spielen. Und da ist auch die Changelog drin, was alles geändert worden ist. Also es lohnt sich, also es hat sich viel getan. Viele, die wo ich jetzt gehört habe, die wo gesagt haben, diese Version finden sie jetzt viel besser wie die vorgehende. Wir können ja den Vanny fragen. Vanny hat vorher die alte Version gespielt von der Kernstadt und spielt aktuell die neue Version. Er kann ja mal sein Fazit posten. Oh, im Wernig gefällt es sehr gut. Jetzt gucken wir, ob wir hier mit dem LKW drunter kommen. Einmal vollladen hier. Hänger noch vollladen. Schmeißen wir jetzt die Saatgutproduktion rein. Eduard, nee, bekommt sie nicht, weil wir haben das Projekt LS19 offiziell beendet. Wir konzentrieren uns jetzt voll und ganz auf den 22er. Weil wir haben noch einen Monat bis zum 22er. Und ein Update, bis das rauskommt, braucht schon Ewigkeit. Also da werden wir dann, da bei der Saktion ja viel geändert werden müsste, werden wir dann bei Januar, Februar nächsten Jahres. Aber dann wird für den 22er nichts vorbereitet. Welle das mitgehen, steht im Moment noch nicht fest, weil das die Users entscheiden, welche das mal mitnehmen. Da haben wir im Forum eine Umfrage. Und da kann jeder abstimmen. Aktuell die drei Karten nehmen wir mit. Aus dem 19er und aktuell liegt die Multimap vorne, gefolgt von der Kernstadt und danach die Steffihausen. Also da am besten im Forum abstimmen für seine Lieblingskarte, dann kriegt man die, dann hat man größere Chance, die im 22er zu sehen. Und ja, es kommen natürlich auch neue Karten im 22er. So, dann nehmen wir den Rest hier gleich mit, wenn wir schon hier sind.
Ja, Eduard, man kann halt nicht alle Karte mitnehmen. Weil wir wollen ja auch noch was Neues bringen. Und fünf Karten mitzunehmen in den 22er, da sind wir dann so sehr damit beschäftigt, die umzuwandeln, anzupassen. Weil ist ja nicht einfach gerade so mit rübergezogen. Wir müssen ja die neuen Produktionen berücksichtigen. Ist ja kein Global Company mehr, ist ja jetzt dann von Giants. Das heißt, wir müssen alle Produktionen anpassen. Und das ist dann einfach zu viel Arbeit. Vor allem, weil wir ja auch noch neue Karten rausbringen wollen. Man muss sich mal überlegen, die Kernstadt gibt es seit dem LS13. Die Multimap seit dem 15er? Steffishausen gibt es seit 19er. Das ist die erste neue Karte, von dem her gesehen. Man muss sich mal an was Neues gewöhnen, sage ich immer so schön. Obwohl ich ja auch sehr gerne die Kernstadt spiele, also. Man sieht es ja auch. Zum Abschluss spielen wir nochmal die Kernstadt. Bevor wir am 22.11. nach Frankreich ziehen. Auf die Hütte, was weiß ich, wie die heißt. Ja, genau, weil vor allem. Bei deinen angepassten alten Karten, du ziehst immer Zeugs mit von einem alten Spiel, ja, weil du willst ja nicht alle Gebäude tauschen. Weißt du, dann hast du was von einem alten noch dabei. Guck mal, wir haben hier tatsächlich auf der Kernstadt, weiß gar nicht, ob das irgendjemand bewusst ist, Gebäude vom 15er, vom 17er und vom 19er drin. Also da sind drei LS-Generationen vertreten. Wenn es jetzt noch in der 22er mitgeht, weil die Abstimmung das so bestimmt. Und dann kommen vom 22er noch Gebäude drauf. Dann haben wir vier Generationen an Gebäude, was auf einer Karte verbaut sind. Und da hast du natürlich so Fehler drin mit der Zeit. Normalerweise müsst bei jedem LS die Karte nehmen, das Grundgerüst stehen lassen und aber einmal platt machen. Einmal platt und dann alles neu. Ja, haben wir auch wieder Dünger auf Lager. Wieso latscht du hier nicht mehr aus? Kannst du ausladen hier? Sehr schön. Dann kannst du jetzt mal auf deinen Parkplatz fahren. Gucken wir mal nach unserem Drescherlein. Rennt er eigentlich? Da. Nein? Da rein. Oh, gibt es hier ein Problem?
Nö, kein Problem. Wie meinst du das jetzt, Vanny? Die Kernstadt oder was? Also ja, mein Gott. Manche möchten halt gerne am Alten festhalten. Die möchten nichts Neues haben. Kann ich jetzt zwar nicht festhalten, weil ich habe das 17er nie gespielt. Ich habe erst mit dem 19er angefangen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob jemand aus dem Team da ist, gerade im Stream, der wo im 17er schon die Kernstadt gespielt hat und ob da anders da war oder besser war. Kann ich bis jetzt nichts, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt im 19er noch keine Karte gehabt, die wo ich gesagt habe, oh, die ist jetzt aber scheiße. Ja, doch, eine. Aber die nenne ich nicht. Also von dem her gesehen. Sag's mal so, immer wenn es Veränderungen gibt bei irgendetwas, sagen die Leute immer, ist blöd. Früher war alles besser. Läuft hier mit dem Drescher, ganz toll. Ja, genau, Werner. Die einen gefällt besser, die anderen nicht. Ist ja genauso wie viele jetzt über den 22er schelten. War doch alles im 19er wesentlich besser. Der 22er ist noch gar nicht draußen. Simon, servus. Ich sag mal, die Änderungen, was ich im 22er gehört habe, sind jetzt bis jetzt alles Änderungen, wo ich sage, top. Klar, es gibt Leute, die möchten nicht mit Produktionen spielen, die möchten nicht damit Steine rauskommen, die möchten nicht damit die Jahreszeiten sich wechseln, aber hey, das kann man alles abstellen. Und für die Leute, die wo damit spielen wollen, ist es wesentlich besser, wenn das alles im Spiel integriert ist, wie wenn ich das als ein separater Mod laden muss. Jeder Mod, den wo ich separat laden muss, frisst Performance, frisst Leistung, macht das Spiel einfach langsamer. Punkt. Und beim LS gibt es nichts, wo man nicht abstellen kann. Da kannst du alles abstellen. Da kannst du sogar Flügel abstellen.
Das Einzige, was du nicht abstellen kannst, ist Ende, weil schon hat das Spiel keinen Sinn mehr. Du musst sehen. Dünger kann man Dünger abstellen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, Dünger könnte man sogar auch noch abstellen. Weiß jetzt gerade gar nicht. Warte mal gucken. Kalt kannst du abstellen, Unkraut kannst du abstellen, Frucht zerstören kannst du abstellen. Dünge mischt noch nicht einmal. Also, weißt du, und dann rechnen sich die Leute auf. Und das Schönste, wo sich dann die Leute aufregen, ist, die Grafik hat sich gar nicht verbessert, oder die Grafik im 19er war besser. Giants könnte auch eine Grafik raushauen, die wo jeden umhauen würde. Dann wäre aber im Gegenschluss, mein PC kann das Spiel nicht mehr spielen, die Grafikkarte sind so teuer. Also von dem her gesehen. Ja, ist so schön, die Leute finden immer etwas zu meckern. Irgendein Problem haben die Leute immer. Von dem her gesehen, LS22 wurde angekündigt. Ich habe mir der LS22 vorbestellt. Weil ich weiß, er wird gut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon so viele Spiele mir vorbestellt, die wo dann ein richtiger Flop waren. Da kann ich dann beim LS wenigstens sagen, mit ruhigem Gewissen, da weiß ich wenigstens, was auf mich zukommt. Da, jetzt habe ich mich ausgekotzt. Das war das Wort zum Sonntag. Um 9:30. So, jetzt habe ich alle Vertriebe. Jetzt schreibt keiner mehr. Aber nee, damit du noch da bist, das weiß ich. Du meldest dich immer schön ab, wann gehst. Ich liebe es, CP bei der Arbeit zuzuschauen. So richtig entspannend. Ab und zu. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir haben ja zwei Felder, wo Sonnenblumen drauf sind. Die sind im Herbst schon reif. Und im fünften Tag können wir dann auch mal Raps ansehen. Das
wären dann die zwei Felder, die wo wir gerade geerntet haben. Und wenn wir Sonnenblume runter haben, kommt. Weizen wieder drauf. Nö, wenn ich Stress mache, mache ich mir auch keine. Der einzige, der Stress macht, ist Seasons. Weil er mal wieder denkt, die ganze Zeit Regen reinzubringen und meine Ernte kaputt machen zu lassen. Aber das ist auch der einzige Stress, wo ich habe. Da fand ich jetzt gestern und heute das Video zu bearbeiten und vorzubereiten wesentlich stressiger und ich bin noch nicht mal fertig. Also von dem her gesehen. Ja, wenn ich mal so, mal so. Im Moment sind wir gute Freunde. Vielleicht stresst mich dann irgendwann mal wieder zu euch und regt mich so euch auf und dann schmeißen wir es raus. Aber wir stimmen uns jetzt damit ein. Wir wissen jetzt noch, was wir an Seasons haben und wie das funktioniert. Und dann gucken wir doch mal am 22. wie es dann bei Giants funktioniert. Wie ich da ja jetzt rausgehört habe, kann man anscheinend auch längere Tage machen oder so. Damit eine Seasons-Tag länger dauert oder eine Jahreszeit länger dauert. Aber da ist ja auch wieder nichts Konkretes. Ist auch wieder nur was Halbes. Ja, Simon, das stimmt. Das Problem ist, ich bin im ersten Jahr. Von dem her gesehen. Wo fährt denn jetzt hin? Ich nehme an, wir werden auch kein zweites Jahr Seasons auf der Kernstadt erleben. Weil. Nee, denke ich nicht. Wir werden vielleicht noch in den Winter reinkommen. Vielleicht erleben wir noch einen Winter auf der Kernstadt. Weil 1, 2, 3, 4. Drei Streams in der Woche. Bei knapp 5 Wochen. Das wären dann 15 Streams.
Wird knapp. Ja, Werni. Ist ja genauso wie jeder schreit nach dynamischem Boden. Ich will dynamischer Boden. Ja. Ich will viel wieder dachlanges. Ich will morgen nicht um 6 Uhr aufstehen. Das interessiert aber meinen Chef ziemlich wenig. Ich möchte gerne eine Vorabversion vom LS22 haben. Aber kann ich auch nicht haben. Ja, aber die Chefin kann alles strenger sein wie der Chef, wenn ich. Von dem her gesehen. Ja, wenn ich. Ja, dann ist ja. Ich bin mit meiner auch zufrieden, von dem her gesehen. Und das ist ja das Wichtigste. Zufrieden und glücklich muss man sein. Glücklich verheiratet, er ist verheiratet, sie ist glücklich. Oder wie war das? Was macht dann eigentlich unser Strohsammler, wenn wir mal nach dem gucken? Ah, guck mal, Selbsttest funktioniert. Wenn er mit CP fertig ist mit der Arbeit, macht er sich leer. Und fährt dann zum Parkplatz. Sehr schön. So, und dann kann er als nächstes Feld 23 aufsammeln. Erster Wegpunkt. Abholen, anliefern, Feld 23, Abfahr, nee, Drescher, CP, Start. Ist sie denn? Ah oh ja, hast was vor dir. Da hast was vor dir, bis das drunter hast.
So, wie sieht's aus hier jetzt? Klappt das? Ja, da vormuscht. Immer diese 5 km hier. Anschleicherei hier. So, klappt. Gut. Dann machen wir mal dahin. Da raus. Jetzt habe ich unsere Silage durchgezogen. Die Kühe wollen jetzt mal langsam Silage haben. Jawohl. Dann kann ich jetzt mal Ballon rausholen. Hihi. Können wir ja unseren Kühen endlich die Lage geben. Nur mal die Ballengabel holen. Nein. Ah, bin ja noch so weit weg hier. Ah. Sonst auch erheben. Ja, ist auch eine Möglichkeit, das so zu machen. Aber ich hab das Gras gepresst und gewickelt und gemacht und getan. Was denn? Hier im Mitteldorf, damit man da nicht die Gabel so gut sieht da. Also, da. Das war jetzt ganz toll, dass man wieder reingeschoben haben. Das ist mein Tag hier. Ah, jetzt aber. Auf zu den Kühen. Sehr gut. Jetzt
2 Millionen Liter Stroh. Ja, Mai. Da ist ja gut was zu tun. Da ist ja gut was zu tun. So. Ansonsten fällt in den Tieren nichts mehr, ne? Wasser haben sie, Stroh haben sie, Sauberkeit ist gut. Ja, das ist doch Wasser. Oh, wir müssen dran denken, und der Gerste, wenn da was übrig bleibt. Was mitzunehmen. Was ist hier los? Wo hängt's denn? Rechne Pfad. Ja. Da hinten steht er. Keine Lust. Streik oder was? Ist das Streiken hier? Wenn man nicht alles selbst macht hier. Ja, da vorne steht er. Schön, ne? Jetzt darfst du fahren. Wo ist eigentlich der Anna? Da kommt er gerade runtergefahren, weil der Bergfruchthandel ist ja da oben. So, noch ein paar Inspirationen hier aus dem Drescher. So, ich würde euch dann auch sagen, wir machen Schluss für heute. Ich bedanke mich bei allen, die wir heute dabei waren. Ich bedanke mich bei denen, die wir im Lurk waren. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr unten auf diesen Button klickt, wo Folgen draufsteht. Kostenlos und hilft uns weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen Wochenstart. Und wir sind wieder Dienstag hier. In diesem Sinne, tschö mit ö. Bernie, ich wünsche dir was. Ciao.